Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, ein Buch heute euch vorzustellen, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, an dem ich, man kann eigentlich sagen, 40 Jahre gearbeitet, gesammelt habe. Ich zeige es euch gerade mal ganz stolz. Mein Individualgewicht zur Wohlfühlfigur finden ohne Hungern, Frustessen und falschen Verzicht. Also ist so eine schöne Frau drauf, aber geht auch für Männer. Und es ist wirklich ein Anliegen, was ich über all die Jahre mit den Jahrzehnten der Fastenkurse, aber auch schon die vielen Jahre, wo wir die Idealgewicht-Challenge machen, wo eine Detox-Woche vom Online-Fasten gefolgt wird und an dem Aufbau, entweder weiter zum Abnehmen oder auch zum Zunehmen. Das ist wunderbar im Buch hier, also kann man ganz gut sehen, so dargestellt. Jeweils unterschiedlich oder manchmal auch für beide, zum Abnehmen weiter oder zum Zunehmen. Ist auch ein vierfarbiges Buch, 450 Seiten, mehr sogar. Und bin froh, dass der Verlag da meinen Wünschen auch so nachgekommen ist. Ich danke auch sehr der Eva Gassmann, die hat die Rezepte beigesteuert, sowohl zum Abnehmen als auch zum Zunehmen und mit sehr schönen Fotos. Wirklich ein auch ganz schönes Buch. Freue ich mich sehr darüber. Und es ist, glaube ich, immer ein Thema gewesen, aber eins, das immer wichtiger wird. Tatsächlich, wenn wir heute schauen in dieser Zeit des Corona-Komas und jetzt wird es Herbst, drehen die schon wieder auf, da diese Zeugen Coronas, obwohl eigentlich jeder sehen könnte. Wir haben zunehmende Infektionszahlen, das war zu erwarten, natürlich. Wir haben ja auch alle, die sich da wirklich bemüht haben, Ahnung haben, auch vorausgesagt. Aber wir haben doch keine zunehmend schweren Krankheitsverläufe. Die Todeszahlen sind minimal. Klar ist um jeden immer schlimm und schrecklich. Aber effektiv würde bis zur Corona-Geschichte jeder Arzt bei Verstand gesagt haben, okay, das haben wir überstanden. Aber nein. Und wer da noch Angst hat, aber generell, auch im Hinblick auf die Zukunft, diejenigen, die Übergewicht haben, sind immer in dieser Hochrisikogruppe. Das hat sich in den USA gezeigt, wo es natürlich viel schlimmer war, die ganze Geschichte. Und es zeigt sich auch weiterhin, die übergewichtigen Patienten, die haben natürlich auch schnell eine Tendenz zu einer Stoffwechselentgleisung in Richtung metabolisches Syndrom, Insulinresistenz bis hin zum Typ-2-Diabetes. Und der ist ja sanierbar. Also das habe ich schon so oft erleben dürfen, Patienten aus dem Typ-2-Diabetes wieder raus begleiten, auch wenn die schon Medikamente massiv genommen haben, selbst Insulin. Es ist möglich und es gehört immer dazu, auch das Gewicht zum Individualgewicht hin zu bewegen. Oft geht auch mit dem Übergewicht ein Hochdruck einher. Und auch der Hochdruck ist ja so therapierbar. Ja, mit einem Fasteneinstieg geht er eh schon ein Stück runter. Mit der pflanzlich vollwertigen Ernährung geht es dann weiter, die natürlich auch da eine Rolle spielt. Egal, ob ich danach weiter abnehmen will oder ob ich zunehmen will, es ist mit beiden Möglichkeiten ganz gut in der pflanzlich vollwertigen Ernährung geborgen, das zu tun. Und warum ist dieses Buch so dick geworden, könnte man sich natürlich fragen. Das liegt einfach daran, dass ich all die Muster zusammengesammelt habe, die mir in all diesen Jahren untergekommen sind. Der erste Schritt ist ja immer, kennt ihr von mir schon, die Treppe von oben nach unten kehren. Also erstmal schauen, was ist im Bewusstsein los? Welche Muster prägen mich dort? Was ist auf der Seelenebene los? Welche Programme sind da bei mir eingespeist? Und dann kann ich auf die Verhaltensebene gehen. Und dann zu den Säulen der Gesundheit, Ernährung, Fasten. Das ist eine Ebene, die ist da deutlich drunter. Und auf diese seelischen Muster zu kommen, das ist der entscheidende Punkt. Und da habe ich wirklich sehr viel gesammelt. Das geht dann schon ein Stück drüber hinaus, über diesen Kummerspeck und das Belohnungsessen und das dicke Fell und so weiter. Das sind aber alles Gründe, die Übergewicht fördern. Und ein wichtiger Teil ist aber auch das Untergewicht. Und es gibt zunehmend auch Menschen, die zunehmen wollen, Raum einnehmen. Ja, und das ist auch sinnvoll, auf der physischen Ebene zu begleiten, den Raum einzunehmen, den man möchte, sozusagen die breite Brust, die breiten Schultern zu entwickeln. Wer? Für Männer der Archetyp. Für Frauen natürlich ist das noch ein größeres Thema, Thema Figur, ist darin auch wirklich sehr ausführlich besprochen und wir hätten so gute Chancen. Und es wäre auch so sinnvoll, das im vorbeugenden Sinn zu machen. Ja, und wenn du dein Individualgewicht hast und wirklich in Form bist, in deiner Form,
dann fühlt sich das auch ideal an. Also insofern, Idealgewicht-Challenge nennen wir das schon seit Jahren. Passt das schon zusammen? Nun sind wir vom Typ her verschieden. Auch da bin ich ausführlich drauf eingegangen. Wir haben ja alle so unsere Konstitution. Und da kann es mal sein, dass mein Individualgewicht gar nicht mit dem Idealgewicht der Versicherungsstatistik übereinstimmt. Ja, also wir sehen ja schon an den Worten, wir haben ein Wort für Idealgewicht und Normalgewicht in der Medizin. Das besagt aber, dass das Normale bei uns nicht ideal ist und das Ideale nicht normal. Auf all diese Fragen und viel mehr findet ihr Antworten in diesem Buch. Das ist natürlich auch die ideale Begleitung für solche Kuren, also auch für unsere Idealgewicht-Challenge im Frühjahr und im Herbst. Und ihr habt da wirklich bis zu den Rezepten und den Tipps alles drin. Und aus meiner Sicht deswegen eins der ganz wichtigen Bücher, die ich geschrieben habe. Also das ist wirklich auch für mich so ein Geschenk. Und ich freue mich, dass das Wirklichkeit geworden ist und hoffe, dass das viele von euch begleiten kann auf diesem Weg zum eigenen Individualgewicht, mit dem du dich wohlfühlst. Und du musst nicht hungern auf diesem Weg dahin, gar keine Frage. Das ist das Gewicht, bei dem du dich wohlfühlst, bei dem du in deiner Form bist, deinen Raum einnimmst, den du auch gut ausfüllen kannst. Also ganz starke Empfehlung. Ich zeige es vor lauter Stolz gleich nochmal. Das wäre meine Empfehlung, wenn du irgendein Thema mit Gewicht hast. Ja, auch wenn es so ein spezielles Thema ist. Ich werde ja oft gesagt, Herr Doktor, ich komme zum Fasten bei Ihnen, wenn Sie mir versprechen, dass ich nur unter der Gürtellinie abnehme und ja, nicht oberhalb der Gürtellinie. Und da drin schauen wir uns mal an, warum das genau nicht funktioniert. Warum man genau in der Regel dort abnimmt, wo es einem nicht so wichtig ist. Und man kann ja das alles deuten. Ja, also natürlich hat das eine Bedeutung, wenn man so eine Reithosenfigur hat. Da muss man die auch erst nur verstehen. Ja, dass der Schwerpunkt so nach unten rutscht im Körper. Dann müssen wir einfach lernen, oder Frau in dem Fall meistens, den Schwerpunkt mehr auf den weiblichen Pol zu legen. Ja, mehr Kontakt zu Mutter Erde, zu Mutter Natur bekommen und so weiter. Also könnte man jedes dieser Themen, vom Doppelkinn bis zum großen Bopsch oder Po für die Deutschen, können wir deuten, können wir daran finden. Und es ist eigentlich eine spielerische Geschichte, ein Kinderspiel. Auch wenn ihr viel bisher Kampf da investiert habt, könnt ihr mit diesem Ansatz, ohne euch zu bewerten, abzuwerten und so weiter, doch die Lebensfreude steigern, auch schon auf dem Weg dorthin zu diesem Individualgewicht. Wenn ich euch dabei begleiten darf mit der Idealgewicht-Challenge, dann ist immer noch das ideale Begleitbuch dazu. Oder bei unseren Fastenkursen in Tamanga freue ich mich besonders. In diesem Sinne, alles Gute auf dem Weg zu eurem Individualgewicht, euer Rüdiger.